Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem Ründchen Blitzcrank M-Ranked. Denn der gute Kollege gilt ja neben Thrash als einer mit der Counterpicks zu Lulu, zu Nami, zu Janna etc., zu den Enchantern so gesehen. Und da es verflucht nochmal lange keine Tank-Supporter mehr gab, also zumindest kein Blitzcrank, habe ich mir gedacht, hey, kriegt ihr mal. Viel Spaß dabei. Yeah. Ich wollte euch ja generell wieder mehr Gameplay, vor allem aber auch Ranked Games liefern. Gerade auch deswegen, weil eben mein Phenom-Account, ja, der ist jetzt Diamond 4, als im Prinzip alle Supporter hat und ich somit euch so gut wie alles zeigen kann, was ich da eben möchte. Die Runen sind ein klein bisschen speziell, denn die habe ich, also sie sind nicht an sich speziell, sondern ich habe mir mal wieder Highest Win Percent rausgesucht und da kam es raus mit Aftershock, mit Boneplating, mit Conditioning und mit Unflinching. Ist eine relativ schöne Kombination, da Boneplating schon mit Conditioning skaliert, so gesehen, aber in die Early Phase mit Boneplating ein bisschen überlebt und später halt Unflinching dann hat für die Resistenzen. Weiterhin den Kicks und vor allem aber auch die Möglichkeit mit Insight, Cosmic Insight ein klein bisschen mehr Cooldown Reduction zu haben. Das heißt, ich werde auch gucken, dass ich da relativ gut oder frühzeitig an, ja, Cooldown Reduction komme. Das heißt, vermutlich Shirelias, vermutlich Kommando Banner und so weiter und so fort. Diese Richtung, damit wir da möglichst viel Cooldown Reduction haben und von diesen extra 5% auch profitieren können. Wir sind jetzt auf einer Lane mit einem Mordekaiser, was relativ untypisch ist und wo man auch sagen muss, gegen eine Lulu Caitlyn Lane bisschen unangenehm. Was man auf jeden Fall haben möchte, ist, dass man schaut, dass man nicht zu früh fightet und dass man im späteren Verlauf dann auch die Drakes ein klein bisschen forciert. Er hat natürlich jetzt einen kleinen Erfahrungsbonus, so ist Mordekaiser nun mal. Aber wir wollen erstmal nicht fighten. Ne? Level 1 ist horrible hoch 3, aber habt ihr es gesehen, wir haben das gut hingekriegt. Level 2 ist eher so mehr noch. Komm, dann nehmen wir dich. Ich habe zweimal Ignite gehört. Mordekaiser hat auch Ignite dabei. Hätte ich das gewusst. Aber gut, na, seht ihr schon, mit dem Gank ist das gleich nochmal eine kleine Ecke schöner. Und vor allem mein Flash Auto-Attack, oh, kann ich schon auch scheren. Wäre mir sogar lieber gewesen zu scheren. Weil da habe ich dann die Möglichkeit, meinen Sidestone ein bisschen fluxer zu haben. Fluxer. Fluxer ist ein tolles Wort. Bisschen schneller. Okay. Nehmen wir den Flash. Passt. Ist natürlich unfassbar wertvoll für uns. Das Problem bei einer Caitlyn ist halt meistens, ich kann nicht einfach so auf sie drauflaufen. Wäre schon eine schöne Option, aber es geht in den meisten Fällen nicht. Hier ist jetzt gewardet. Warum geht's nicht? Naja, weil sie dann gleich Instant E drücken wird, wie ihr gerade hier seht. Kleiner Vorführeffekt. Aber gut, wenn sie meint, kann man sie ja gleich nochmal holen. Irgendwie erscheint es mir, als wäre dieser Blitzcrank-Pick tatsächlich, oder macht tatsächlich das, was er soll. In der Laning-Phase mit einem Enchanter kannst du da komplett dominieren. So, hier ein bisschen dazulaufen. Man muss sich da eigentlich immer so ein klein bisschen in seiner Gegend halten, also in Mordekaisers Gegend. Denn dadurch hat er die Möglichkeit, ein bisschen mehr Schaden anzurichten. Die Bereiche von Mordekaiser, also gerade eben, okay, gerade eben auch die, ich glaube die W ist es bei ihm, oder die E? Die E-Fähigkeit ist es, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also gerade diese Bereiche, die aktivieren sich dann nur zu Schaden, wenn praktisch die beiden Bereiche zusammen sind. Also der, auf den er es castet, der muss da auch dabei sein. So, wir gehen jetzt gleich die hyperoffensive Variante, Moby Boots, und laufen damit erstmal in die Mitte. Nein, hier, glaube ich, ist vielleicht was zu holen. Leider nein. Da ist nichts zu holen. Hallo. Guck mal, wer da fast tot ist. Oh, du bist wirklich tot. Das war einfach. Oh, der Kaiser-Botlane. Interessant, ha? Huh? Einfach nur drauflaufen und grabben und töten. Ich glaube, die hat da schon wieder ihr E gewastet, also die Caitlyn. Und deswegen war das gerade wieder so ein easy Kill für uns. Jetzt kann ich die Zeit nutzen. Oh, er legt es auf mich. Dann muss ich kurz da bleiben. Ich möchte eigentlich mal kurz ein klein bisschen deep warden gehen.
Wir haben hier eigentlich unsere Moby Boots, das heißt, wir fluxen uns da mal schnell rein. Ich mag Flux heute. Flux ist ein tolles Wort. Packen den dahin. Wissen dann eigentlich alle Eingänge über den Jungle, wenn da der gegnerische Jungle ist. Entfernen diese Pflanze hier mal noch und schipp runter mit uns. Und dann geht's gleich wieder hier. Das ist so dumm. Geht's gleich wieder hier auf den Grab. Alles klar. Arme Caitlyn, die hat keinen Spaß mehr. Ah, Minions. Ja, ich sehe das doch. Nanelia fehlte auch. Prinzipiell müsste ich jetzt... Okay, wenn er es so macht, dann kann ich gleich gehen. Das ist für mich halt sehr angenehm. Dann kann ich gleich wieder Richtung Mitte laufen und gucken, ob ich da was mache. Ist natürlich auch eine geile Synergy. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Yasuo hier mal in der Mitte so mir so gut ins Konzept fällt. Aber ich nehme das mal an. So, und möglichst spät reagieren. Erst einmal hier so. Anivia weiß, dass es ihr Tod ist. Da will sie nur noch im Prinzip... Komm mal wieder her. Da will sie nur noch das Minion machen. Hallali, Leute. Es ist nur ein Vogel. Ich bitte euch. Nehmen wir die Kekse. Und das ist der große Vorteil dieses Builds, dass man praktisch im Inspirationsbaum die Kekse mitnimmt. Und Cosmic Insight. Weil man dann relativ entspannt mit seinem Mana haushalten kann. Der Hook... Der Grab, der kostet 100 Mana. Ist halt echt ekelhaft. Leute, nein. Wir wollen doch gerade keinen... Wir wollen kein Beef. Okay, wir wollen anscheinend Beef. Alles klar, wir kommen dazu. Kostet 100 Mana und das ist halt doch schon ein bisschen viel. Also, ist jetzt nicht so... No, schade. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ist jetzt das Schlimmste von der Welt, aber es geht durchaus besser. Mana haben wir gleich wieder. Aber die Anivia kommt auch dazu. Wir sind in keiner guten Position mehr. Ein bisschen früher hätten wir dazu müssen. Lauf. Gut. Und dann wäre das auch alles nicht so schlimm geworden. Aber wir haben es halt leider verpennt. Wir kriegen auch insgesamt ein klein bisschen mehr Gold, dadurch, dass der Mordekaiser halt mit dem Relic Shield unterwegs ist und als Nahkämpfer das halt auch extrem gut verwerten kann. Ja, das muss man halt auch so sehen. Nee. Da komme ich persönlich nicht mehr ran. Er muss das Ganze selber irgendwie regeln. Wie ich halt an der anderen Ecke noch die Lulu mit meiner Ultimate getötet habe. Nice. So, den zerstören wir. Eigentlich sollten wir jetzt halt gleich direkt auch zum Drachen gehen. Weil wir haben gerade die Unterstützung durch einen Geist. Und dann kann man praktisch eine Transition machen. Wir geben den Caitlyn-Geist ab. Der hält eh nicht so ultra lange. Mal gucken, ob ich die Zeit sehe. Jep, halb ist er. So, bitte die Caitlyn dahin manövrieren. Nein, willst du nicht? Na okay, dann machen wir es halt persönlich. Und dann kriegen wir praktisch direkt den Drachengeist. Mit dem Drachengeist transiert man dann direkt in die Mitte. Also man möchte halt möglichst viel da rausholen. Da ist ein Control Ward. Okay. Caitlyn-Geist dürfte jetzt gleich RIP sein. Yep, da ist er RIP. Und damit hat man dann den Drachen. So snowballt man dann mit einem Mordekaiser. Also eine Mordekaiser-Blitzcrank-Kombination ist eigentlich eine... Ja, die ich euch so gar nicht vorstellen wollte, weil das eher was ganz Spezielles ist, in Anführungsstrichen. Aber da es jetzt so gut klappt hier, und ich muss sagen, das ist ein Random. Ja, ist ein Random, ist nicht der Marco. Hat keine besondere hier Absprache. Der hat es einfach nur in der Champion Selection gefragt, hey, kannst du Blitzcrank gut spielen? Ich habe mir auch vorgepickt, ne? Hat gemeint, kannst du das machen? Und dementsprechend bin ich dann rangegangen und habe gesagt, alles klar, wunderbar, machen wir. Ich sehe gerade keine richtige Möglichkeit für einen guten Grab. Ja, der Drache überlebt doch noch. So, ist auch ein guter Drache. Sei doch nicht so. Aber wir müssen definitiv eigentlich hoch oder runter. Hoch oder runter. Ich muss eigentlich erstmal weg. Ich habe viel zu viel Kohle. Einmal shoppen, ne? Ich habe mich jetzt für das Shirelius als erstes entschieden, beziehungsweise für den Weg. Denn mir ist es wichtig, dass ich hier meinen Remnant habe. Ich ping das auch mal noch kurz. 150 Gold brauche ich.
Die teilen wir hier mal so zu großen Teilen. Ups. Das ist natürlich klar, dass der Mordekaiser wahrscheinlich nicht auf den Sidestone gehen wird. Das kostet dann doch wiederum zu viel. Wobei es natürlich auch Goldshare-technisch gar nicht so doof wäre. Ne? So ein Cannon-Minion, wenn man das öfter mal scheren kann. Zack, haben wir 78 Gold. Hm. Schade. Aber den Geist nehme ich noch mit. Oh, Lulu. Ach, Lulu. Ach, Lulu. Frau, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Ja, sie wollte es. Sie wollte es, sie hat es geschafft und sie stirbt dafür. Naja, von mir aus. Ist okay. Solo-Kill auf dir Lulu-Support und wir kriegen praktisch unseren Assassin Kane ein klein bisschen fetter. Das sind Trades, meine lieben Leute, die geht man gerne ein. Auch wenn ich jetzt gerade tot bin, das ist nicht ganz so cool, um ehrlich zu sein. Aber ich kann jetzt halt hier mein Dings verkaufen und das da und dann habe ich auch schon Shirelias. Das heißt, der Assist hier hat mir gerade zu dem Item verholfen. Später kommt es dann natürlich darauf an, dass man sagt, man möchte auf jeden Fall die Lulu rauskriegen. Das ist mein einfachstes Ziel, das ich grabben kann. Die Caitlyn ist aufgrund ihrer Falle ein bisschen meh. Es ist zwar okay, es zu versuchen, aber es ist jetzt halt nichts, was ich unbedingt eingehen möchte. Jetzt sehen wir hier gerade Mordekaisers Ultimate. Braucht noch ein paar Sekündchen. Danach können wir da auch gut wieder arbeiten. Okay, jetzt zeigen wir mal die Power von Shirelias. Da war ein Control Board. Aber die Leute sind schon ein klein bisschen zu spät dran. So, einmal die Anivia. Eigentlich muss er hier den Geist von der Anivia nehmen. Schön gemacht, Yasuo. Da hucken wir. Okay, er hat den Geist von Irelia genommen. Auch gut. Eigentlich ist der Chase hier nicht angebracht. Huch. Huch, huch, huch. Wieso habe ich so viel Leben wieder bekommen? Interessant. Ich habe keinen Triumph dabei. Oh, deswegen verwirrt mich das gerade ein bisschen. So, ich komme jetzt halt auch relativ gut zum Teilen hier von Dingern. Er lässt mich das auch teilen. Wie viel Gold habe ich denn hier? 700. Für die 14. Minute ist das eigentlich okay. Sobald man den Remnant hat, kann man halt da wirklich ganz gut damit arbeiten. Na, Shirelias wieder aktivieren. Ah, oh, Minion. Nein, nicht Lulu, nicht du schon wieder. Ach, nö. Ich kenne doch deine Mission. Oh, danke. Ich würde dir gerne ein bisschen Assistance liefern, aber ich glaube, du bist einer von den Guten. Ich glaube wirklich, hier kriegst du ein Tea-Time. Einer von den Guten, Yasus. Ja, sowas gibt's wirklich. Riven? Nein. Don't do it. Danke. Wir gehen als nächstes auf dieses hier. Nein, nicht auf dieses Tier, sondern auf dieses hier. Und zwar gehen wir auf das Kommando-Banner. Ich möchte noch ein klein bisschen Global Druck erzeugen und da wir ja wahrscheinlich die Objective-Kontrolle hier haben, über den Drachen können wir dann auch mal den Baron machen und über diese Möglichkeit ist dann Kommando-Banner natürlich irrsinnig stark. So, und rein geht's. Wir sind super schnell. Na, und treffen den Hook nicht. Den Grab, Entschuldigung. Ich weiß, das triggert manche, aber wir sind verflucht schnell. Nächste. Ja, Vorteil von diesem Bild im Endeffekt. Man ist einfach so schnell von A nach B gekommen, dass der Gegner gar nicht weiß, wo er warden soll. Weil es einfach viel zu viele Punkte gibt. Okay, einer müsste theoretischerweise top gehen. Einer. Wir haben drei Ignites. Graves. Aber es ist auch interessant, dass der da so unfassbar schnell gerade da war. So, du kommst mal auch her. Komm, töte. Dankeschön. Da ist eine Irelia. Da ist eine Irelia. Was macht der Mordekaiser? Ach, der ist direkt mit dem Ding losgezogen. Der ist direkt losgezogen. Mit dem Drake. Und hat hier, macht halt mal Flux den Inhib. Aber jetzt sollten wir hier unserem Mordekaiser mal noch helfen. Miau.
So schnell wie wir halt können mit Jirelias. Da ein bisschen noch teilen. Was war deine Idee gerade, Frau? Aber das ist eben der Punkt, ne? Unter diesen Umständen ist ein Blitzcrank tödlich. Und das wollte ich euch eigentlich im Prinzip auch zeigen. Ein Blitzcrank, wenn ihr ihn ganz gut spielen könnt, ist die Antwort momentan neben Thresh auf die Enchanter. Auf diese Jannas, auf diese Lulus, auf diese ganzen Arden Sensor Eagles, die man eigentlich gar nicht mehr, zack, haben möchte. Ich port hier schon mal zurück, wehe, du unterbrichst mich. Dankeschön. Holen wir uns den Kill ganz easy mit unserem Blitzel. So, jetzt geht's hier drauf und dann auf eine weitere Rüstung, denn mit der werden wir jetzt hier noch auf den Sekis Convergence gehen. Dann sind wir auf 45% Cooldown Reduction, dann haben wir auch noch eine gute Portion Mana. Nicht nur eben, Moment, nicht nur über die Kekse, genau, sondern eben auch über das Sekis an sich sind es 250 Mana, die wiederum konvertieren sich zu 50% Schild. Abhängig von dem Mana, das wir noch haben, wenn wir unter 20% Leben fallen. Also hier nochmal dann ein schöner Bonus für uns. Nee, du bist tot. Tschüss. So, wir gehen stattdessen lieber hoch und da auch hier Shirelias einmal aktivieren. Zack, zack. Das ist albern. Das ist albern, dass diese Grabs treffen. Aber hey, das ist einfach richtig. Und seht ihr, man muss den ADC nur erziehen. ADC in Anführungsstrichen, hier der Mordekaiser. I will stay with Blitz now. Er hat's verstanden. Der ADC muss sich eigentlich nach dem Supporter richten. So läuft das. Okay, natürlich normalerweise nicht. Normalerweise muss eigentlich der Supporter ab dem Midgame bis Late-Game dem ADC wieder folgen, damit man praktisch auch die Buffs und die Unterstützung bietet, damit dieser in Ruhe farmen kann und so weiter und so fort. Aber es ist schön zu sehen, dass auch mal ein klein bisschen Einsicht da ist, wenn der ADC overextendet. Riven hält die Irelia unten, das finde ich gut. Im Prinzip müssen wir ja gerade nicht viel machen. Wir müssen eigentlich nur warten, wir können die Toplane einpushen. Wir können auch den Baron in ein paar Sekunden machen. Das ist uns alles gegeben. Harold, wunderbar. Also es ist schon ein extrem Snowball-lastiges Spiel gerade gewesen. Das ist aber auch unsere Grundbedingung. Hallo, Vogel. Tschüss, Vogel. Gegen diesen Movement Speed kannst du wenig machen. Ah, da werde ich gepolymorph, das ist auch okay. Kann ich mal hier wieder einen Minion teilen. Und dann könnten wir jetzt eigentlich das sicher machen und auf den Baron gehen. Oder wir inten und machen es nicht sicher. Aber wir machen es anscheinend sicher, die Leute haben es akzeptiert. Oh, Caitlyn. Oh, Caitlyn, wir hätten sie kriegen können. Okay, holen wir uns jetzt mal noch die vollständige Cooldown Reduction. Na, war meint, keine Cooldown Reduction hier für uns. Da müssen wir dann direkt mit diesem Gravesgeist zum Baron. Das ist klar. Ja. Also ich hoffe, euch ist das klar. Man muss hier direkt schauen, dass man den Vorteil nutzt. Ich gehe trotzdem danach weg und hole mir, naja, mein ganzes Item leider nicht, ne? Aber auf jeden Fall noch meine Cooldown Reduction. Das ist Pflicht. Das ist auch das, was dann diesen Bild ausmacht. Denn wir gehen ja mit Absicht auf 45% Cooldown Reduction über Cosmic Insight. Und dann sollte man auch versuchen, möglichst zeitnah an diesen Wert ranzukommen. So, hier noch ein bisschen Leben und los geht's. Das Blöde für die Sekunde ist gerade nur, dass so ein Slot. Nee, das Blöde für die Sekunde ist nur, dass unser Team so ein klein bisschen langsam war. Und wir jetzt halt hier mit einem Kommando-Minion schon dastehen und nicht viel machen können. Also wir können schon einiges machen. Oh, mein Kommando-Minion, Leute. Ihr intet. Na gut. Ja, es war auch mein Fehler. Wie gesagt, Kommando-Minion schon aufgestellt und wir wollen anscheinend noch für den Drake gehen. Und vielleicht danach noch, der kommt eh in 5 Sekunden, und danach wieder über die Botlane gehen. Ich habe in einer Minute meinen Banner wieder. Es ist nur immer schön, wenn man das Banner schön mit dem Baron nutzen kann. Es ist nicht mehr ganz so stark wie derzeit, als es einfach broken war, aber es ist immer noch extrem schön zu spielen, wenn man einfach diese Möglichkeit hat. So, da war eine Irelia. Chirp, chirp. Irelia. Irelia ist ein schöner Champion aktuell, aber
Wenn sie CC't wird, kann sie auch nicht mehr viel machen. Ihre Tankiness und ihr Charme basieren darauf, dass ich den Vogel mir hole. Okay, oder so. Basiert halt darauf, dass sie viel Auto-Attacken kann und dass sie dann, ja, auch ein bisschen was von ihrem gefährlichen Charme weiterkriegt. Ja, ist hier aber nicht so, dass man sagt, hey, ich kann viel Auto-Attacken, wenn ich CC't bin, durch Blitzcrank. Also Blitzcrank ist halt einfach, ja, ist Zucker, ist Zucker. Oder vielleicht ein Mordekaiser Main, dann könnt ihr das auch wiederholen. Wir sind hier, ich möchte nur nochmal erwähnen, Diamond 4. Und was ist eigentlich die Power dieses Picks? Es ist so selten. Wollen wir die nicht töten? Wollen wir die töten? Ich weiß es nicht, entscheidet ihr, Leute. Wir wollen sie nicht töten, wir wollen das Spiel beenden, alles klar. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja? Konnte euch da vielleicht ein bisschen was vorstellen. Hat jetzt halt nur extrem gut geklappt. Aber ein Blitzcrank gegen die Enchanter ist generell ein guter Pick. Wenn ihr Blitzcrank nicht mögt, dann halt den Fresh. Ansonsten viel Erfolg euch beim Climben und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.